So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rohstoffe im Fokus. Endlich mal wieder, seit langer Zeit ist die Zeit dazu da. Heute ist der 26.12., zweiter Weihnachtsfeiertag. Keine Bewegung an den Märkten. Ja, wir haben heute einen Börsenfeiertag. Aber trotzdem können wir hier schon mal eine Analyse machen. Eine längerfristige Swing Trading Analyse wird das wieder sein hier auf Öl. Der Öl-Future hat uns über die COT-Daten aktuell schöne neue Signale generiert und dementsprechend schauen wir uns das Ganze jetzt mal an. Also der Arbeitsplatz, den wir jetzt hier sehen, ist ein Arbeitsplatz aus dem COT Institutional Add-on vom Agena Trader. Recht neues Add-on, aber hervorragend zu benutzen. Ganz, ganz klasse, will ich auch direkt hier mal kurz zeigen. Ich habe hier also vorgefertigte Conditions, die in diesem Add-on enthalten sind, schon hinterlegt. Und da sehen wir hier, dass diese Conditions uns 1, 2, 3 ganz hervorragende Verkaufssignale geliefert haben. Das erste Verkaufssignal hier Mitte 2014, da hat sich dann diese mehrmonatige, sehr extreme Abwärtsbewegung an den Märkten angeschlossen. Also für Nutzer der COT-Daten. Ja, nicht überraschend, wir sehen hier diese extreme Short-Positionierung der Commercials hier in Blau dargestellt unten. Also nicht überraschend, dass hier so eine wirklich große Abwärtsbewegung gefolgt ist. Dann hatten wir hier eine mehrmonatige Korrektur, so eine dreiwellige. Und dann ziemlich genau am Ende dieser Korrektur hatten uns hier auch wieder die Conditions angezeigt, dass wir mit erneut fallenden Kursen im Öl rechnen müssen. Genau das ist dann hier auch eingetreten, wieder eine mehrmonatige Korrekturphase. Das letzte Short-Signal über die Conditions hatten wir hier im Oktober diesen Jahres. Da haben sich dann auch 3 Wochen Preiskorrektur wieder nach unten angeschlossen. Also auch da war auf der Short-Seite gutes Geld zu verdienen. Und jetzt haben wir nämlich hier aktuell wieder die 2. Woche in Folge, die uns hier ein neues Short-Setup generiert. Wenn wir uns das Ganze jetzt anhand der COT-Daten mal anschauen, dann sehen wir hier relativ gut, ich hole mal kurz ein Zeichentool rein, ja, da sehen wir hier relativ gut, dass wir aktuell wieder eine sehr, sehr große Netto-Short-Positionierung hier haben von den Commercials. Blaue Linie hier sind die Commercials, die uns hier angezeigt werden. Und die ist schon fast genauso groß, wie sie hier Mitte 2014 war, bevor wir diesen extrem großen Abverkauf hier gesehen haben. Also wir befinden uns aktuell mit der Short-Positionierung der Commercials wieder ungefähr in diesem Extrembereich, den wir hier Mitte 2014 hatten. Ist eine ganz wichtige Geschichte. Und wenn wir das Ganze jetzt noch vergleichen, mit der prozentualen Darstellung, die wir hier haben, dann sehen wir auch hier, dass die Commercials im Dreijahresvergleich wieder ganz kurz vor einer Extrempositionierung hier stehen. Also wieder eine neue maximale Netto-Short-Position hier generieren. Und das sind also wirklich alles sehr bärische Grundkonstellationen, die wir hier sehen. Parallel dazu, wenn wir uns die Kurslevel mal anschauen, auf denen wir diese Signale hier bekommen haben, dann haben wir hier einmal ein Bereich hier oben. Ja, das ist hier also ein sehr schöner Widerstandsbereich. Das sehen wir. Da hatten wir einmal hier im August 2015 dieses Tief vor der mehrwöchigen Korrekturphase. Und wie wir dann unter dieses Tief durchgegangen sind, ist dieser alte Support hier dann zum Widerstand geworden. Und das sehen wir hier. Der hat jetzt auch schon 1, 2, aktuell das dritte Mal gehalten. Und jetzt müssen wir natürlich schauen auf der Unterseite, wo sind denn dann die nächsten Ziele? Und die liegen hier in diesem Bereich. Ja, wenn wir uns das hier nochmal anschauen, dann sehen wir, dass wir einmal hier ein markantes altes Hoch haben, und zwar das Hoch von dieser Bodenbildung mit diesem Doppel-Low, was wir hier sehen. Und dieser Widerstand, den wir hier auf dem Weg nach oben hatten, der ist nach Durchbrechen des Widerstands, ist der dann hier zur Unterstützung geworden. Und das sehen wir auch hier. Der hat jetzt also schon diverse Male hier gehalten. Und von daher ist das auch erstmal wieder so das Kursziel, was ich im Moment hier längerfristig für Öl habe. Das ist so der Bereich 44 bis 45 Dollar.
Jetzt ist es aber so, dass auch diese COT-Daten hier kein heiliger Gral sind. Also auch die können mal falsch liegen. Nur sollten die hier falsch liegen und sollte das nicht reichen, was die Commercials hier aktuell an Short-Positionen aufbauen, um den Ölpreis auch wieder runterzubringen und dieses Widerstandslevel hier zu halten, wenn das Ganze nicht reicht und wir laufen über diese letzten kleinen Hochs hier drüber und gehen über die 55, 56 Dollar hier, dann erwarte ich auch eine etwas größere Aufwärtsbewegung wieder. Denn dann werden so nach und nach die Commercials ihre Short-Positionen hier trotzdem abbauen. Und der Abbau der Short-Position, der wird dann dazu führen, dass Öl hier weiter steigt. Bis wohin? Naja, Zielbereich würde dann ungefähr hier oben liegen. Das ist so 63, 64 Dollar. Das wäre so der Zielbereich für die Aufwärtsbewegung. Also das bedeutet aktuell, anhand der Signale, die wir hier bekommen und auch anhand der Nettopositionierung, die wir im Moment sehen im Markt, sehe ich den Vorteil klar auf der Short-Seite mit Kurszielbereich so 44 bis 45 Dollar. Das Ganze ändert sich sofort, wenn wir hier über den Bereich 55, 56 Dollar nach oben ausbrechen und die Commercials dann anfangen, ihre großen Short-Positionen so langsam abzubauen. Dann denke ich, dass wir hier auch nochmal eine Aufwärtskorrektur sehen bis in den Bereich 63, 64 Dollar. Ja, okay, also ich werde auf jeden Fall in der nächsten Woche schauen, ob ich hier ein bisschen längerfristige Swing-Positionen Short eingehen kann. Da werde ich mir so zwei, drei Versuche gönnen. Wenn das Ganze nicht funktioniert und wir laufen hier nach oben über die 56, dann bin ich hier auf der Suche nach Long-Einstiegen, um zu schauen, ob wir dieses Kursziel 63 bis 64 Dollar hier erreichen. So. Das also mal der aktuelle Blick auf Öl.